Rechtzeitig zum Start der Sommerferien haben sich die Top-Ausflugsziele Niederösterreichs fein herausgeputzt. Für tausende Schülerinnen und Schüler im Land heißt es dann wieder Abenteuer erleben. Und das an Land, zu Wasser, bergauf und bergab. Das Einzigartige an den 49 Top-Ausflugszielen ist die Vielfältigkeit der Mitgliedsbetriebe. 49 Betriebe im ganzen Land, die sich freiwillig zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Die Qualitätskriterien über 61 sind es derzeit, wollen wir bewusst einhalten, um unseren Besucherinnen und Besuchern ein unvergessliches, ein bleibendes Erlebnis zu ermöglichen. Rund 5 Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Die Natur-, National- und Freizeitparks stehen dabei besonders im Blickpunkt. Vor 20 Jahren wurde das Gebiet zwischen Wien und Bratislava unter Schutz gestellt. Und wir haben hier im Schlossort Nationalparkzentrum ein Besucherzentrum geschaffen, um unseren Gästen die Donauauen näher zu bringen. Auf der Schlossinsel können wir eben die Tiere der Donauauen sehen. Ein paar haben wir da. Das ist die europäische Sumpfschildkröte, die es bei uns noch gibt. Man kann die Nattern sehen, Ringelnatter und Eskolabnattern. Oder man kann in der Unterwasserstation Fische sehen von einem Altarm. Und die kann man beobachten, eigentlich wie in einem Tauchgang, ohne nass zu werden. Für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Natur, Mensch und Tier sorgen im Nationalparkzentrum Schlossort eigens geschulte Nationalpark-Ranger. Mein Lieblingsplatz auf der Schlossinsel ist der Mühltumpf, wo wir uns hier jetzt gerade befinden. Hier kann man die europäische Sumpfschildkröte in ihrem Lebensraum sehen und im Sommer, wenn man Glück hat, kommt hier auch der Eisvogel vorbei. Ebenfalls mit einem tierischen Angebot für Groß und Klein lockt in diesem Sommer das Museumsdorf Niedersulz. Das größte Freiluftmuseum Niederösterreichs mit rund 50.000 Gästen im Jahr. Einer unserer Höfe aus Prottes ist auch sozusagen belebt mit Tieren. Wir haben Ziegen, zwei Esel, verschiedene Geflügel, Hühner. Und man kann in die Gehege auch hineingehen. Die Tiere können, wenn man das will, auch ein bisschen gestreichelt, ein bisschen gefüttert werden. Und das rundet den Besuch im Museumsdorf schön ab. Es ist von einer bezaubernden Schönheit, weil die ganzen Proportionen dieser alten Gebäude einfach so zauberhaft und schön sind. Und die Kinder können sich frei bewegen, wie man sich das einfach noch erinnert an Kindheitserlebnisse. Dass sie herumrennen können in einem Dorf, ohne dass ihnen etwas passieren kann. Den Händeln nachlaufen und einmal sehen, wie eine Pute ausschaut, wenn sie noch nicht am Teller liegt. Ich bin sicher jedes Jahr ein- bis zweimal da. Immer zu einem Fest und auch sonst. Es fällt mir einfach als allererstes ein, wenn ich Lust habe, die Stadt zu verlassen.